Peter Piras. Aber nur 19 Hundertstel Vorsprung auf Kilian Albrecht. Ja, gut den Rhythmus da gefunden, ganz frech eingesprungen. Und er ist im unteren Teil eigentlich sehr, sehr gut gefahren heute. Zwischenzeitmäßig oben nicht dabei gewesen, aber unten, aber war einer der schnellsten. Kommt wieder langsam zurück, der Olympiasieger. So, jetzt wird es ganz spannend. Drei Norweger, erste davon. Zwischenzeit für Hans-Peter Pyraas. Verloren. 1,15,96. Damit Vorsprung weg und eine Hundertstel zurück. Ja, da fährt er wieder gut, da fährt er wieder ganz gut. Ja, fährt er den Gartner-Kurs besser als die anderen beiden bis jetzt? Ja, da gefällt er mir verdammt gut durch. Das liegt dann da wieder. Schauen wir ihm nach. Schaut, der Schleicher ist so wie. Ja, ja, ein richtiger Schleicher. Im positiven Sinn um die Tore. Aber er kann ja auch 1,46,18 fahren vielleicht. 1,44, 1,45, 1,46. Nein, 1,45,94. Wow, gut gefahren. Ja, muss man sagen, gut muss man anerkennen. Und bei ihm kann man auch sagen, der Kurs von Philipp Gartner ist ihm doch, ihm zumindest als erster der Norweger zurechtgekommen. Und er schaut sich den Kurs noch an, der Mario Matt. Jetzt fährt er noch einmal im Geiste durch. Ein Norweger führt, aber wir haben noch drei oben. Schönfelder, Stangassinger und Matt. Ach, durch ist er. 60. Tor. Ich hoffe, dass er so schnell fahren kann. Ich hoffe, dass er so schnell fahren kann, wie er es jetzt gemacht hat. Und hoffentlich hat er keins ausgelassen. Und was die Minuten da oben. Ja, ja. Die Leute werden immer weniger. Ja, ja. Du kriegst alles mit. Du kriegst die Schreie mit, du kriegst die Zeiten mit. Ja, ja. Und du denkst, der Dunkel ist hinter den Start. Das zerrt an die Nerven. Und es ist heute wirklich Länderkampf Norwegen gegen Österreich. Im Moment führen die Norweger, aber wir haben mehr als drei Ausgleichschancen, und um in Führung zu gehen. Jetzt ja. Ole Christian Führerseth, 36 Hundertstel auf seinen Landsmann-Olympiasieger Pyraas Vorsprung. Oh, auch er. Super Startung. Aggressiv. Möchte natürlich heuer auch noch ein Rennen gewinnen. Ja, bewundernswert, der Führerseth, wie sich der auf die kurze Ski umgestellt hat. Au! Gefährlich vorne da oben, ganz gefährlich. Aber er kann ja schön ziehen. So, jetzt die Zwischenzeit für Ole Christian Führerseth. 14,15, 36, 6 Zehntel Vorsprung. Schaut, da zieht er so gut. Schau da die so. Gerade und gerade geht es ihm aus. Aber er versteht es, die Ski am Boden zu lassen und die ziehen. Die Karfen richtig. Aber da ist schwer zu fahren bereits in diesem Teil. Unglaublich ja, der ist schwer. Ja, der ist schnell. Ja, er fährt gut. Er fährt exzellent. Ole Christian Führerseth. Trotz kleiner Fehler. Versteht er einfach, das irgendwie zu laufen zu lassen. So, jetzt sieht es nach einer möglichen Doppelführung für die Norweger aus. Und die heißt Führerseth vor Pyraas. 1,45,53. Doppelführung für Norwegen. Laufbestzeit weiterhin für Ronald Stampfer. An dessen 54,13 ist auch Führerseth nicht herangekommen. 54,92. Mein lieber Mann, das war ein Kampfslalom von ihm. Er wehrt sich alles gegen jeden Ausfall. Schau dir das an. Tolle Bilder, diese Zeitlupenstudien. Geballte Ladung an Kraft und Können, die da frei wird. Und Führerseth führt vor Pyraas, Albrecht und Stampfer. Zwei Norweger, die sich freuen dürfen. Der wichtigste Norweger am heutigen Tag ist aber noch oben. Nämlich er, der Mann im roten Trikot, der Führende im Weltcup-Slalom. Kjetil André Aamodt. Neunter ist derzeit Vrhovnik. Ja, und der ist heuer noch nie ein Rennen ausgefallen, gell? Und der könnte alles klar machen. Er fährt heute in der 35. Weltcup-Entscheidung von 40 und ist in allen in den Weltcup-Punkte-Rängen geblieben. Ein Rekord, den noch keiner hat in der Geschichte des Weltcups. Auch er oben gut unterwegs da. Ganz weich die Löcher gefahren. Es ist nicht mehr leicht gefahren da oben. Ah, das ist ein Fuchs, das ist ein Hundling, wirklich wahr. So, Kjetil André Aamodt, Sieger von Wengen, sein erster Slalom-Sieg. 1,14, 1,15,55. Er hat zu mir gesagt, wie er da oben gefahren sind, auch Führerseth, hat gesagt, ganz ruhig waren die 30. Ich glaube, wir fahren vor 30.000 Zuschauern, es war ganz ruhig. Aber das ist halt sportlich. Also, ja, es ist nicht so die Fahrt, nicht schlecht, aber es ist nicht das, was Führerseth. Aber er weiß, dass er Vrhovnik, wenn er durchkommt, weitere Punkte abnehmen kann vor dem letzten Rennen in Bormio. Ja, das wäre auch wieder knapp. Schön gefahren im unteren Teil. 1,44, 1,45, 80. Platz 2 für ihn. Bravo. Platz 2 für Kjetil André Aamodt. Und damit hat er wieder wichtige Punkte gemacht, denn Vrhovnik ist nur noch Zehnter. Er ist Zweiter, wird schlechtestenfalls Fünfter und baut seinen Vorsprung aus.
Drei Norweger vorne jetzt. Füroset führt, Omo zweiter, Büras dritter. Und jetzt kommen dann die drei Österreicher. Noch eine Studie jetzt von Cetil André Omot. Spannender, kann es gar nicht gehen. Zuerst führen zwei Österreicher, dann haben sie drei Norweger, die die beiden Österreicher verdrängen. Und jetzt kommen unsere Asse aus dem ersten Durchgang. Es ist optimal, die Ausgangsposition ist gut, aber die Mander stehen jetzt unten mit guten Zeiten. Ja, die müssen es erst runterbringen. Und der Stani ist, der Schönfelder kommt jetzt zuerst. Rainer Schönfelder. Der ist gefährlich, das aus ist einer so von hinten aus, aus der Kante. Ich hoffe, dass ihm das gelingt, dass er richtig durchzieht. Am Betzen hat der Skifahren gelernt. Jawohl. Alles oder nichts, kann für alle drei nur die Devise sein. Die Norweger sind gut gefahren. Ja, schaut gut aus, schönen Rhythmus. Zwischenzeit für Rainer Schönfelder. Gut. 15:01, 35 Hundertstel Vorsprung. Super gefahren den Schwung, ganz gut gefahren. Zwei Zehntel Stammsammel. Und schaut ein Tor vorbei. Mein Gott, warum konnte er denn nicht ins blaue Tor hineinfahren? Er hat so einen Zug drauf gehabt oben. Er hat so einen gewaltigen Zug da oben drauf gehabt und hat ein bisschen zu spät umgelegt und dann ist schon dahin gegangen. So, den ersten Elfmeter, um heute das Fußballspiel ein bisschen durchzuziehen, den haben wir leider vergeben. Ich sag dir was, du. Oh. Siehst du? Wie du es gesagt hast, man muss da natürlich das erst hinunterbringen. Ja. Die drei Norweger haben allesamt ihre Platzierungen untergebracht. So steht's. Füroset, Omot, Büras, Albrecht Stampfer. Und der Thomas Stengassinger ist natürlich einer, der diese Löcher nicht gern fährt und die weiten Kurven. Ja. Obwohl, so. Obwohl dazu sagen muss, dass das sein Schnee ist, das mag er gerne, das grobkörnige. Aber er ist einer von der alten Technik und die langen Schwinge, ich weiß nicht. Ich hoffe, wir drücken alle den Atem anhalten und dann geht ein dosender Orkan hier durch das Skistadion. Wenn Sie ihn sehen, wenn er nach den ersten Fahrsekunden kommt und wir drücken uns die Daumen noch wund, Sie zu Hause auch, meine Damen und Herren. Thomas Stangassinger in seinem 144. Weltcup-Slalom. 10-mal hat er gewonnen. Nur Marc Girardelli ist mehr Weltcup-Durläufe gefahren als er, 146. Und jetzt 32 Hundertstel Vorsprung, Thomas. Also 3 Zehntel Vorsprung auf Füroset. Alles Gute. Noch sehen Sie steigt nicht. Steigt ein bisschen zu viel da oben, kommt mir vor. Er ist ganz gut dabei. So. 1,13, 1,14, kommt zwischen den 1,15, 47, Rückstand, 11 Hundertstel. Das wird schwer für den unteren Teil. Bitte, Publikum, treibt ihn hinunter. Beflügelt den Thomas. Ja. Das mag er nicht gern, da kann er nicht auf seine Linie kommen. Wie du es gesagt hast, das geht ein bisschen da so hin aber und er her. Kämpft, er kämpft, nicht gern und er gibt nicht auf. 1,41, komm Thomas, 1,42. 1,43, 1,44, 1,45, 62, Platz 2, 900 Sekunden hinter Ole Christian Füroset, vor Armut und Büras. Aber auch der zweite Matchball, den haben die Norweger abgewehrt. Wie im ersten Durchgang, hat das Oma aber verloren. Ja, unten hervorragend gefahren, wieder schnellster. Gutes Resultat. Aber für ihn sein bestes Resultat seit seiner Verunsicherung beim Umstieg auf kürzere Ski oder nicht, erst konstant geblieben und hat sich wiederentwickelt. So, und jetzt liegt es an ihm, an den Sieger vom Kitzbühel, an den unbekümmerten jungen 20-Jährigen aus Flirsch am Adelberg, an Mario Matt, um heute das Skifest perfekt zu machen für die Österreicher. Jetzt siehst du den Unterschied nämlich zum Thomas, ganz die breite Skiführung und er versucht rund zu fahren. Pass auf, 36 Hundertstel Sekunden hat der Vorsprung auf Ole Christian Füroset. Lass dich nicht beirren jetzt, durch nichts, komm, beiß die Zehen zusammen, los Mario, es geht los. Jawohl, schon im Rhythmus inne, passt. Schau, wie weich, ganz spielerisch. Oh, sehr gut gefahren, den Schwung. Der obere Teil, der liegt ihm, wir haben im ersten Durchgang gesehen. 12, 13, 14 gut, 15:00 hat die 36 Hundertstel Vorsprung gehalten. So, aber jetzt beim Eck von Philipp Gartner. Nur kein Fehler. Jawohl, ja, gut. Hier, ja, schön herumgekommen. Noch einmal ein Eck. Auch gut gemacht. Eng gefahren. Nicht so weit. Ja, jetzt hat er noch gestoßen. Aber jetzt beim letzten dann. Es geht sie vielleicht aus. Es geht sie aus. Es muss sich ausgehen. Wir würden heute gerne diesen Tag natürlich mit einem Sieg eines Österreichers krönen. Mario Matt auf dem Weg zum zweiten Sieg. Das packt er. 1,42, 1,43. Jawohl, jawohl. 1,44, 1,72. Schau, Mario. Hundertstel Sekunde Vorsprung.
Was für ein fantastischer Lauf von ihm. Und Mario macht nach Kitzbühel.